bei mir sind die Mentalmagier Thomas Maika und Vincent Frommer. Von weit her mit dem, wie gesagt, luxuriösen Tourbus seid ihr gekommen und ja, und habt Jackson mitgebracht. Aber es war nicht der Grund, Jackson mal die Stadt zu zeigen. Ihr seid aus anderen Gründen hier, denn ihr werdet morgen, habt ihr in Berlin Auftritt, ne? Genau, richtig. Morgen sind wir öffentlich zu sehen hier in Berlin. Ja, das erste Mal sogar in Berlin. Das erste Mal in Berlin. Darüber freuen wir uns ja sehr. Und dann im Hammerbezirk Moabit. Da wird es spaßig. Also wer noch Karten haben möchte, also es gibt nur noch wenige, aber es gibt noch welche. Es gibt noch welche, ja. Es gibt noch welche. Also wer in Berlin wohnt oder nach Berlin kommen möchte, morgen wird man euch sehen. Nochmal im Internet nachschauen auf euren Seiten. Da findet man die genauen Daten. Was wird die Zuschauer dort erwarten? Was erwartet sie prinzipiell, wenn sie euch einladen oder sich euch mal angucken wollen? Naja, kurz gesagt, erleben die Zuschauer eigentlich Gedankenlesen? Wir lassen quasi die Illusion des Gedankenlesens entstehen, durch, ja. Natürlich durch Tricks, natürlich durch Psychologie und Körpersprache lesen. Das ist so quasi unser Mix, den wir machen. Also gibt es eben schon mehrere Methoden. Also das eine oder andere ist wirklich Trick. Genau. Da stecken Tricks, wie bei der Zauberei, wie bei der Magie auch, es stecken Tricks dahinter. Aber es steckt auch wirklich viel Arbeit. Also erstmal auch die Tricks muss man sich erarbeiten. Ja. Aber es steckt auch ansonsten viel Arbeit dahinter. Wie du sagst, so Körpersprache, Mimik. Das ist ja manchmal diese Mikromimik. Ja. Auch das muss man ja alles erstmal wahnsinnig trainieren. Das ist relativ aufwendig. Wie lange habt ihr gebraucht, um so ein unter anderem 2-Stunden-Programm auf die Beine zu stellen? Ja, das 2-Stunden-Programm, das ging dann eigentlich ziemlich schnell alles. Also wir kennen uns jetzt seit 5, 6 Jahren. Mhm. Kennen wir uns und haben nach einem Jahr, nachdem wir zusammen gezaubert haben, haben wir angefangen mit dem Gedankenlesen. Ja. Weil wir in unserer Zaubershow einmal Gedankenlesen ausprobiert haben, ja, und es hat funktioniert und die Menschen kamen immer auf uns zu und haben gefragt, wie geht das? Und dann haben wir gemerkt, das fasziniert die Menschen und seitdem machen wir jetzt quasi 2-Stunden-Programme. Also fasziniert es mehr als die klassischen Zaubertricks, die ihr aber auch bringt? Na ja, also nach unseren Erfahrungen schon. Also wie Thomas schon gesagt hat, wir hatten eine normale Zaubershow, eine Sache beim Gedankenlesen. Die Leute kamen immer zu uns und haben gesagt, wie funktioniert diese eine Sache? Ja. Also anscheinend bleibt das irgendwie kleben bei den Leuten. Na, oder wir sind einfach schlechte Zauberer. Und dafür kann auch gut und sein. Dann war ein gutes Detail, aber ja, oh Mensch, wie habt ihr das gemacht? Das andere, das haben wir das alles rausgefunden. Ja. Ja. Ihr habt mit mir vor der Sendung auch schon irgendwie so einen kleinen Test gemacht. Genau, haben dich schon ein bisschen vorbereitet. Ja, ihr habt mich vorbereitet. Ich sollte an ein Buch denken. Ja. Und dann habt ihr mir einen großen, so einen Block gegeben. Also, DIN A4-Block, ne? Genau. Ja, so ein DIN A4-Block, ne, habt ihr mir gegeben. Und da sollte ich quasi im Geiste in diesem Buch eine Seite aufschlagen und nach einem Wort schauen und das dann aufschreiben. Was du dir bildlich gut vorstellen was kannst. Ich mir bildlich gut vorstellen kann. Und da habe ich mir das bildlich vorgestellt und dieses Wort aufgeschrieben, diesen DIN A4-Zettel zusammengefaltet und in die Hosentasche gesteckt. Den habe ich hier jetzt auch bei mir, da habe ich die ganze Zeit drauf gesessen. Ja. Du konntest da nicht ran, ja. Du hast ihn nicht gesehen. Und du hast ihn mir auch nicht zwischendurch, weil wir haben zwischendurch, ich war extra vorsichtig, keinen Kontakt miteinander gehabt. Also ich habe da schön drauf gesessen. Also der Zettel ist unberührt in meiner Hosentasche. Und ja, du wirst mir trotzdem sagen können, was auf diesem Zettel steht. Wir werden es dann versuchen. Ja. Das heißt, wie macht man das? Kriegst du das eben auch so wirklich Gedankenlesen raus? Habe ich eine bestimmte Mimik, wenn ich an Bestimmtes denke? Wenn ich jetzt an eine Blume denke, siehst du sowas? Ja, ich glaube, es ist am besten, das zu zeigen einfach ja, mal. Ja, trink erstmal einen Schluck. Das Schöne ist ja, dass du auch ein Mann bist, weil bei Männern ist das Gedankenlesen immer ein bisschen schwieriger und Männer glauben auch weniger daran, dass es funktioniert. Ich dachte leichter, und, ich dachte, Männer sind immer leichter zu durchschauen als Frauen. Naja, Frauen sind eher ein bisschen neugieriger. Ne? Frauen lassen sich da eher darauf ein. Das ist ja wie mit Hypnose eigentlich auch, dass Frauen da eher dran glauben, als es Männer manchmal tun. Und ich habe mal einen Würfel mitgebracht. Ja. Und ich würde dich mal bitten, dass du jetzt einfach mal würfelst, dir deine Zahl merkst und deine Hand drauf legst, okay? Schön und bedeckt. Du guckst weg. Wir drehen uns beide weg. Ah, ihr dreht euch beide weg? Damit du ihm nichts verrätst. Genau. Okay. Mach ruhig beide Hände drauf, wenn du möchtest. Ja, okay. Aber würfeln beide Hände drauf. Ja, bin fertig, ich? Sag Bescheid. Ich bin fertig. Zahl gemerkt? Ja. Okay. Was mache ich jetzt? Mich anschauen. Soll ich den so liegen lassen? Genau, liegen lassen. Okay. Und schau mich bloß mal an. Ja. Und Zimmer von 1 bis 6. Von 1 bis 6, richtig. Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kannst du noch einmal machen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Glaubst du eigentlich selber auch ans Gedankenlesen? Ja, ich weiß, dass ein paar Dinge möglich sind. Okay, ja. Du hast folgendermaßen gezählt. Ja, das ist eigentlich sehr interessant. Du hast gezählt 1, 2,
3. Jede Pause war gleich lang. Okay. Hättest du die 4 gewürfelt, hättest du wahrscheinlich gezählt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Das heißt, die Pausen waren kürzer geworden. Bei dir war jede Pause gleich lang. Das deutet darauf hin, dass du entweder die niedrigste Zahl hast oder die größte Zahl. Okay. Ach so, du hast mich gerade einmal genickt, nicht bei der niedrigsten Zahl. Du denkst an die 1, oder? Du könntest ja noch einmal probieren. So kriegst du es auch. Großartig, ja, siehst du? Also, siehst also du, das ist wirklich kein, es ist kein Trick. Das ist harte Arbeit. Das ist harte Arbeit. Bravo, Respekt. Also ich würfel nochmal. Beide Hände wieder drauf. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, ich bin fertig. Okay, ich zähle mal und schau mich bloß mal an. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Okay, jetzt kommen mehrere Signale an. Okay. Das ist aber gut, weil 1, 2, 1, 2 ist es nicht. Okay. 3, 4, 5, 6. 5, 5, 6 auch nicht. Okay. Du hast 3 oder 4. Ja, ganz still bist du nämlich komischerweise bei der 4. Du denkst an die 4, oder? Wahnsinn. Ja, hier. Liebe Kamera, es ist die 4 hier oben. Ja. Und das ist quasi ja, dieses Körpersprache lesen. Ich meine, Respekt, also es geht ja bei dir auch wahnsinnig schnell. Also jetzt könnten wir natürlich eine Stunde lang das wiederholen, bis du das dann rausfindest. War das so, als du dir das angearbeitet, antrainiert hast, dass du dafür auch erstmal ein ganzes Weilchen gebraucht hast, um wirklich diese kleinen Signale zu sehen? Na, das Interessante ist eigentlich bei uns gewesen, wir haben, wie gesagt, wir sind ja auch Zauberkünstler und nutzen natürlich auch Zaubertricks, um das einfach nochmal stärker alles wirken zu lassen. Und wir haben aber festgestellt, selbst bei mentalen Effekten, wo wir Zaubertricks angewendet haben, dass wir immer die gleichen Signale beim Zuschauer entdeckt haben. Das funktioniert, also die Zuschauer lassen sich wirklich drauf ein. Ja. Und so sind wir dann dazu gekommen, uns das ein bisschen zu erweitern, in diese Richtung und dann einen Mix draus zu machen. Gibt's denn auch so Pokerfaces, bei denen man da gar nicht sieht? Also die sich auch denken, die nehme ich mal so ein bisschen auseinander, die verwirre ich und die vielleicht auch so eine Geschichten kennen so ein bisschen und dann extra bei einer Zahl zögern, die sie aber gar nicht gewürfelt haben? Ja. Gibt's so eine Leute? Gibt's alles, hatten wir alles schon. Aber das ist eigentlich für uns ganz schön, weil es eine Herausforderung ist am Ende. Sind wie gesagt auch meistens Männer, ja. Weil Frauen sind von Natur aus offenere Menschen und wenn der Mensch offen ist, dann gibt auch Mimik, Gestik viel mehr Preis, da gibt viel mehr nach außen Preis. Aber da haben wir natürlich auch, die dann so wirklich versuchen, oder auch das Gegenteil, die dann ganz viel Mimik, Gestik haben und ganz viel Grimassen schneiden. Gerade bei dir eigentlich, bei jeder Zahl hast du auch irgendeine Erregung gezeigt, gelächelt, gezwinkert. Das machen wir manchmal unbewusst, aber auch manchmal absichtlich. Ja. Es war bei mir tatsächlich dann unbewusst, also hab ich tatsächlich dieses Mal nicht mit Absicht gemacht. Aber wir haben auch zum Beispiel Momente, wo es überhaupt nicht funktioniert. Ja. Also wir haben auch Menschen, wo es gar nicht funktioniert. Wo wir wirklich dann dastehen und sagen, okay, bei dir hat es leider das nicht geklappt. Also das gibt's auch. Ich bin sehr gespannt, was mit meinem Wort nachher noch so passiert, ob das auch rausgefunden wird und was wir von euch noch so alles erfahren werden. Jetzt haben wir für Sie erst direkt zu unseren Mentalmagier nochmal rüber, weil ich habe ja immer noch den Zettel in der Hosentasche. Da müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Und Thomas hat den Jackson ganz nah bei sich. Also wenn jetzt nochmal der kleine Angriff kommt, wir sind ja schon gewohnt. Dann wirst du wie ein Kanarienvogel. So. Ja, das kann passieren. Also wenn du plötzlich leiser wirst und verstummst, dann wissen wir weshalb. Und dann ist Vincent ja da und genau, ich bin greift dir. Aber ihr habt euch schon, sagen wir so, die Tricks und auch die Aufgaben so aufgeteilt. Also du machst dann so nochmal ein paar andere Sachen, als Thomas macht, weil ist ja klar, ihr wollt ja ein sehr abwechslungsreiches Programm machen. Ich hatte beim Vorfeld schon gesehen, bei der Vorbereitung, also du machst auch viele Kartengeschichten. Genau. Ich kann dir auch gerne was zeigen, wenn du ja, möchtest. Ja, sehr, sehr gerne natürlich. Auch eine kleine Steigerung, wir hatten ja eben den Würfel. Ja. Da hast du 6 Möglichkeiten, eine Zahl zu wählen. Und ich habe ein Kartenspiel dabei und da gibt es gleich 52 Möglichkeiten. Das ist noch eine größere Herausforderung. Genau, es ist ein Pokerdeck. Du kannst es auch selber mal in die Hand nehmen. Ich würde dich auch bitten, einfach mal durchzumischen. Ja. Und das ist ja auch eben ganz schön gesagt beim ersten Mal, dass wir manchmal Dinge tun, unser Körper Dinge tut, die wir nicht beeinflussen können. Ja. Diese Mikroausdrücke in den Gesichtern, die jeder macht, die man aber nicht beeinflussen kann. Mhm. Und darauf möchte ich jetzt mal ein bisschen zurückkommen. Ah, okay, da arbeitest du auch mit. Genau, richtig. Ich werde jetzt gleich mal nacheinander ein paar Karten hier auf den Tisch ablegen. Und du sagst irgendwann, wenn du möchtest, einfach Stopp. Mhm. Okay. Ich drehe mich schon mal weg, ja. Achso, du darfst ja auch wieder, ja, der darf. Stopp. Hier? Mhm. Jetzt darfst du wählen, möchtest du die Karte wählen oder die Karte? Dann nehme ich die. Die hier oben. Mhm. Nimm sie mal, schau sie dir an, ja. Merk sie dir. Ja. Und leg sie dann einfach verkehrt rum wieder hin. Irgendwo hinlegen, genau. Wir brauchen sie nicht mehr. Okay, verkehrt rum oder? Also so, dass ich sie nicht sehe natürlich. Einfach so wie die anderen Karten kannst du auch ins Deck zurückschieben. Also richtig. Genau, wir brauchen sie nicht mehr. Okay. Gut. Perfekt. Mhm. Dann würde ich mal dich bitten, mich schon kurz anzuschauen und dir nichts anmerken zu lassen, okay? Ich werde jetzt dich ein bisschen was fragen. Ja. Okay, dort ist eine rote Karte, dort ist eine schwarze Karte.
Okay, du hast eine schwarze Karte gehabt. Ich habe mir doch nichts anmerken lassen. Ist, aber es ist auch 50-50. Wir können uns sagen, war geraten, deswegen wir gehen mal ein bisschen weiter. Bei Schwarz gibt es Kreuz, es gibt Pik. Okay, du warst hier drüben, ist Kreuzkarte, okay. Und es gibt Zahlenkarten, Bildkarten. Okay, ich würde sagen, eine Bildkarte ist keine Zahl. Es ist, ich zähle mal kurz durch. Bube, Dame, König, Ass. Du, König, Ass. Hast du es Kreuz, Ass? Ja. Okay, trotzdem sehr, sehr gut gemacht. So. Also Dankeschön. Ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen, weil ich wollte ja jetzt aber auch nicht extra mit irgendwelchen Gesten gegensteuern, um das Danke zu kompensieren. Dir. Ja, das kann man ja natürlich auch machen, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Macht ja aber keinen Sinn. Also ist schon echt extrem, was man dafür so trainieren muss wahrscheinlich. Wie lange hast du gebraucht, um das so dann auch bühnentauglich hinzukriegen? Das ist nämlich die Sache, dass man das auf die Bühne bringen kann. Ja. Also zaubern tue ich selber schon, seitdem ich 6 bin. Dieses mentale Sachen machen wir aber jetzt erst so seit 4 Jahren. Na gut, doch schon ein bisschen. Ja, 2013 war die erste Show, die wir hatten, im Dezember. Also sind es 4 Jahre. Aber das ist natürlich viel Übung und man darf auch nicht das Interesse dran verlieren, weil es dauert wirklich lange und ewig, bis du wirklich mal was drauf hast und sagst, das ist jetzt bühnentauglich, das kann man jetzt zeigen so, das kann man jetzt präsentieren. Wir haben viel vorher geschaut, wie kann man es machen, viel geübt, aber auch dieser Schritt dann auf die Bühne ist dann noch ein ganz anderer. Man muss ja auch immer mal wieder was Neues genau, dann bringen. Genau, richtig. Man kann nicht immer das Gleiche zeigen. Genau, nicht über die Jahre dann immer die gleiche Show bringen. Mhm. Ist das schwer, sich dann wieder was Neues anzueignen? Oder kann man quasi mit dem, was ihr euch auch antrainiert habt, mit den Mikrogesten das zu erkennen, kann man da einfach variieren mit verschiedenen Geschichten, oder? Na gut, bei uns ist es ganz oft so, dass wir, also bei unseren Shows wollen wir ganz eine Geschichte erzählen den Leuten. Wir wollen auch viel von uns erzählen. Weil wir bei unserer Show, beim Gedankenlesen, natürlich auch viel von den Leuten verlangen, dass sie uns Einblick lassen in ihre Gedanken. Und da finden wir es nur fair, wenn wir auch unsere Gedanken ein bisschen, unser Leben, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir das preis- und darlegen. Und deswegen kommt bei uns immer zuerst eigentlich die Geschichte, die wir erzählen wollen. Was wollen wir den Leuten sagen? Was wollen wir denen übermitteln? Und dann fragen wir uns erst, wie kann man das jetzt auf magische Art und Weise zeigen? Das ist jetzt das perfekte Experiment, was dazu passt. Was ist dann morgen in Berlin bei eurem Auftritt die durchgängige Geschichte? Worum geht's da? Gibt's da dann ein Thema? Ja, das Thema ist eigentlich ja nur, wie Vincent schon sagt, wir reden halt von unserem Leben. Wir erzählen auch teilweise, wie unsere Effekte entstanden sind. Wir erklären den Zuschauern auch, wie wir arbeiten. Also wir lassen auch ein bisschen im Hintergrund schauen. Wir zeigen auch mal die Körpersprache, wie sie funktioniert. Genau, das ist so quasi dieser Mix, den wir daraus machen. Also das finde ich ja ganz spannend, dass das Mentalmagier, Zauberer, wie auch immer, sag mal, ihre Tricks dann quasi auch preisgeben. Also schon verraten, wobei es sind ja eben keine Tricks, sondern ihr erklärt, was da dann auch für ein Training hintersteckt. Das macht es natürlich. Ja, wir erklären am Ende wie die Körpersprache, wie mit dem Würfel. Ja. Also ich sag dir schon, ne, das habe ich bei dir gesehen und das habe ich nicht gesehen. Und das kann quasi jeder wahrscheinlich auch nachvollziehen. Aber eben nicht jeder mal nachmachen. Ne? Nachmachen ist die andere Sache. Und am Ende ist quasi dann wirklich auch Effekte dabei, wo die Leute wahrscheinlich nichts, also keine Ahnung mehr haben. Ja. Einfach nur auf sich wirken lassen. Das ist eigentlich das Schönste. Die Leute, die wirklich zu uns kommen, das sagen wir auch am Anfang, die sollen das einfach auf sich wirken lassen. Man soll gar nicht drüber nachdenken, wie es funktioniert, weil man kommt erstens gar nicht drauf und zweitens macht man sich selber das auch so ein bisschen kaputt. Ne, diesen vor allem, wenn man mal so eine 2-Stunden-Show hat und sich bei allem, was ihr macht, aber frage, dann kommt man ja mit der Show auch gar nicht mehr mit, weil man immer noch bei der ersten Geschichte wahrscheinlich hängt und dann sind die 2 Stunden plötzlich um und man ist immer noch bei der ersten geblieben. Ja, das ist so natürlich schade. Eigentlich so eine blöde Eigenschaft von uns Menschen, dass wir uns alles erklären wollen, wie funktioniert was, aber es ist eigentlich mal viel schöner, sich verzaubern zu lassen am Ende. Und das gelingt natürlich, weil ihr zwei auch ganz lockere Präsentatoren seid oder wie ihr euch auch nennt, Ententrainer. Ja gut. Seht ihr das Publikum dann so auch als Enten, die trainiert werden müssen? Ja, man muss dazu sagen, dieser Ententrainer ist ja quasi vor 7 Jahren entstanden. Ich habe eine Zauberschule gegründet für Kinder und Jugendliche, wo der Vincent ja beigetreten ist vor 5 Jahren. Und die heißt quasi die Ententrainer. Ja. Das war quasi nur unsere Zauberei. Ja. Seitdem wir Gedankenlesen machen, sagen wir natürlich bloß noch Thomas und Vincent. Und die Ententrainer ist ja nur ein Wortwitz. Weil wenn man das Wort offen liest, ne, liest man die Entertainer. Und das ist so diesen Witz, den wir so ein bisschen nutzen wollten. Weil wir ganz viel immer auf lustig, also wir sind halt auch bei unserer Show, das ist nicht so ernst, dass wir jetzt dastehen, alles düster, dunkel und lesen jetzt Gedanken. Sondern wir machen das wirklich mit viel Humor auch.
Also es sind manchmal Sachen aus, die funktionieren nicht. Und ihr habt auch viel mit jungen Menschen so zu tun. Du hast gesagt, du hattest mal eine Zauberschule, die du heute wahrscheinlich nicht mehr betreibst. Doch, betreibst du immer noch. Da hast du natürlich mit jungen Menschen zu tun und ihr führt einmal im Jahr das Camp Halligalli durch. Also Zirkus Halligalli war gestern. Die Jungs haben ja auch aufgehört. Ihr habt ein Camp Halligalli. Was passiert denn da? So eine Art Ferienlager, aber in cool. Genau, also das ist eigentlich sehr gut beschrieben. Es ist ein Ferienlager, was einfach modern ist. Also wir sind... Ich bin jetzt seit 10 Jahren im Ferienlagern gewesen. Ich bin auch gelernter Erzieher noch dazu. Ja, guck mal. Und habe viele Sachen gesehen, die mir gefallen haben, aber auch Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ne? Also das Programmpunkt wie Museenbesuche in den Ferien, wo ich sage, ach, welches Kind möchte denn jetzt in Museen gehen während der Ferien? Die wollen coole Programme, die wollen Spaß haben. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, uns steht Spaß ganz oben, Mitspracherecht mit den Teilnehmern. Das heißt, unsere Teilnehmer entscheiden selber, was sie tagsüber machen. Nicht wir geben das Programm vor, wir arbeiten mit ihnen das Programm. Und das ist so der Unterschied, den wir machen und der auch sehr gut funktioniert. Ja, da passieren auch ganz spannende Sachen. Ihr habt so ein bisschen dann natürlich auch Fernsehen adaptiert. Also es gibt dann sowas Ähnliches wie Schlag den Raab, ist dann glaube ich Schlag den Betreuer. Genau. Und so. Also alles auch mit Absprache, muss man auch sagen. Ja, wir haben natürlich auch beim Camp Halligalli natürlich nachgefragt, bei der Produktion, dürfen wir den Namen überhaupt verwenden? Ja. Weil dieser Name gibt eigentlich genau das wieder, was wir wollen. Ne? Das ist modern, das ist dynamisch, das ist nicht das, was man so auch schon kennt. So ein bisschen einfach lustige Ideen. Ja, und dann spielen wir halt abends auch Spiele mit den Jugendlichen, wo die anderen nicht wach werden dürfen und solche Geschichten, dass wir ja... Das ist quasi unser Camp. Also auf jeden Fall sehr spannend. Wer an so einem Camp mal teilnehmen möchte oder wenn Sie, liebe Zuschauer, Kinder und Jugendliche haben, wo Sie sagen, ja Mensch, das wäre doch mal eine tolle Idee für einen Sommer, dann schauen Sie auch auf die Internetseite von euch beiden. Links sind auch immer eingeblendet. Ansonsten nochmal auf unserer Leichterleben Facebook-Seite. Thomas, ich gehe jetzt mal rüber zu unseren mentalen Magiern, Thomas und Vincent. Du bist schon ganz aufgeregt. Ja, bei Thomas, ich warte schon die ganze Sendung. Ich denke, Mensch, jetzt müssen wir doch mal das Wort irgendwie auflösen. Also, wie gesagt, ich sollte mir ein Buch überlegen, was ich vielleicht in letzter Zeit gelesen habe. Und habe ich getan. Dann sollte ich mental eine Seite aufschlagen und ein Wort mir raussuchen, was ich mir auch gut vorstellen kann. Das habe ich gemacht und dieses Wort dann auf einen DIN A4-Zettel geschrieben. Ihr habt euch, wie auch hier in der Sendung, mal schön weggedreht. Also habt es nicht gesehen. Ich habe es dann zusammengefaltet und in die Hosentasche gesteckt. Ja. Und du kannst mir aber sagen, an was ich gedacht habe. Wir versuchen es herauszufinden. Also wie gesagt, es kann funktionieren, muss aber nicht immer funktionieren. Und es muss vor allem nicht hundertprozentig funktionieren. Das ist immer ganz wichtig. Wir wollten das extra mal anders machen, weil wir haben angefangen, wir haben ja gesagt, unser erster mentaler Effekt, das war tatsächlich mit einem Buch. Wir haben ein Buch rausgegeben, Zuschauer sucht sich ein Wort heraus und wir konnten sagen, welches Wort er rausgesucht hat. Und ganz oft wurde gesagt, Mensch, ihr wisst doch, ihr kennt das Buch doch auswendig. Also wir hören ja ganz verrückte Sachen. Und jedes Mal, wenn wir aber sowas hören, sind wir sehr dankbar, weil wir dann anfangen können, uns zu verbessern. Ne? Also wie können wir dieses Denken wegnehmen? Und da sind wir auf die Idee gekommen, wir machen es einfach ohne Buch. Das heißt, ich habe dich ja gebeten, dass du an ein Buch denkst. Ein Buch, was du dir jemals gelesen hast. Und ich möchte jetzt gerne, kannst du den Titel verraten, ohne das Wort zu verraten? Dann sag mal den Titel bitte. Die Rückkehr des Inka. Okay. Und das ist, worum geht es so grob in dieser Geschichte? Es geht um eine spirituelle Erfahrung oder um eine Reise einer Frau, einer Amerikanerin, die nach Peru reist, weil sie irgendwie einen Ruf für sich gehört hat. Sie muss dahin. Okay. Und sie beschreibt so ihre spirituelle Erfahrung mit den peruanischen Schamanen. Okay, das interessiert dich auch persönlich? Ja, finde ich spannend. Okay, sehr gut. Jetzt sind wir schon mittendrin und ich frage dich ja schon bewusst, weil ich jetzt so ein paar Informationen rausfiltern möchte. Und ich habe aber auch zu dir gesagt, du sollst ein Wort heraussuchen, was du dir bildlich gut vorstellen kannst. Das war auch wichtig, dass du was Bildliches vorstellst. Versuchst dir mal jetzt einfach mal bildlich in Gedanken vorzustellen, was du jetzt siehst. Ja? Okay, soll ich Augen zumachen oder so? Wie du möchtest, das ist dir überlassen. Du kannst mich auch gerne ganz kurz anschauen. Okay, ich vermute mal, dadurch, dass es, du hast ja schon gesagt, es geht um Peru, also es geht um eine gewisse Landschaft, geht das in Peru. Das, die Geschichte spielt auf einer Landschaft und du hast auch was gesagt, was Spirituelles. Das bedeutet darauf hin, dass es hat irgendwas mit der Landschaft generell zu tun, weil du denkst an einen Berg. Du denkst an einen Berg in Peru, an einen Berg. Und dieser Ort, der hat irgendwas Heiliges auch an sich. Das hast du ja gerade so mit durch Blume gesagt. Aber ich bin nicht so gut in Geografie, das heißt, ich kenne mich natürlich jetzt in Peru nicht aus. Deswegen würde ich das einfach mal, aber den Berg ist mal richtig. Würde ich mal an dich weitergeben, Vincent? Also ich bin auch nicht so gut in Geografie, aber ich versuche mal das Wort durch die Buchstaben. Buchstaben ist jetzt ein bisschen auch noch,
Jetzt habe ich 26 Möglichkeiten, richtig zu liegen. Ja. Nein, es ist jetzt auch ein bisschen spezieller. Ja? Genau. Also das Berg ist ja schon mal das Wort, was du sagst, ist schon mal richtig. Aber es geht jetzt auch um welcher Berg wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich nicht mal was Deutsches. Deswegen, ja, deswegen ist es mit Buchstaben ein bisschen einfach. Ich würde dich mal bitten, an das Wort zu denken. Mein Kumpel. Du denkst an zwei Wörter, kann das sein? Das sind sogar zwei, okay. Mhm. Denk mal an den ersten Buchstaben vom ersten Wort. Okay, sehr gut. Das zweiten Buchstaben. Okay, und den dritten. Auch es geht was Rundes. Okay. Gut, das klappt gut. Kannst du bitte an das zweite Wort komplett denken? Ich probiere es gleich komplett. Also buchstabierst du die einfach mal im Kopf immer. Genau, immer. Und wenn du fertig bist, dann wieder. Jetzt den ersten Buchstaben? Genau, also ruhig mal Buchstabe für Buchstabe. Das komplette Wort einfach mal buchstabieren, nur in Gedanken. Okay. Ich bin mir unsicher, weil... Okay, kannst du aufhören? Mhm. Weil für mich, also sprachlich macht es für mich keinen Sinn. Das denke ich mir. Deswegen bin ich ein bisschen unsicher. Aber, ja. Sag einfach mal... Genau, am besten sagst du einfach mal... Bist du fertig? Ich bin fertig, ja. Soll ich den Zettel mal rausnehmen? Du kannst doch einfach mal laut dein Wort sagen, woran du denkst. Ja, Apu Ausangate. Apu Ausangate. Ja, also Ausangate ist der... Das könnte das heißen, oder? Ja. Also der Ausangate ist so ein heiliger Berg in... Also ich habe es sehr klein geschrieben hier. Ich hoffe, das kann man... Also hat für mich tatsächlich keinen Sinn gemacht, aber... Ja. Also Ausangate ist eben ein Berg in Peru, ein Heiliger. Und der Apu ist im Prinzip der Naturgeist, der diesen Ausangate verkörpert. Deswegen Apu Ausangate. Warst du das schon selber, oder? Nein. Bloß gelesen. Ja, aber natürlich streng überlegt, ob ich da nicht auch mal hin soll. Also echt spannendes Land. Okay. Menschenskinder. Sehr gut gemacht. So, aber das hast du jetzt... Das war ein Trick, oder? Na, wenn man... Weißt du, das Schöne ist ja eigentlich, wir lassen den Zuschauer ganz gerne immer das, was er denken soll. Ja. Genau, wir sagen ja niemandem, also es könnte was jetzt auch, soll. Weil du hast ja gesagt, ne, in meinen Augen, ich soll das buchstabieren und was Rundes und so. Also es könnte so Mikrogestik gewesen sein. Es kann aber auch ein Trick gewesen sein, hinter den ich dann aber nicht komme. Jeder soll das glauben, was er möchte. Genau, also es muss ja auch nicht immer alles verraten werden. Also das ist auch was ihr in der Show macht. Da schreibt auch jemand was auf. Genau. Und wir machen das aber in der Show mit mehreren Büchern, auch mit Büchern von uns, aber auch mit einem Buch vom Zuschauer, also von nur einen Gedanken. Wahnsinn. Weil er oft wirklich sagte, ne, die Zuschauer, können wir ein Buch mitbringen, das funktioniert? Ja. Sagen wir jedes Mal, ja, es würde auch funktionieren. Aber niemand hat ein Buch mit. Also machen wir das ganz anders, so in Gedanken. Man kann sich ein Buch auswählen, irgendwas. Mhm. Und dann funktioniert das auch. Und das machen wir auch morgen. Also sehr, 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 sehr spannend. Aber eben nicht nur mit einem Buch, sondern mit mehreren Zuschauern. Mit der Bibel zum Beispiel. Die könnte auch. Man auch mal komplett, könnte man auch, komplett durchgehen. Die könnt ihr da mal verteilen. Hat ja jeder im Hotelzimmer, müsstet in eurem, wobei ihr müsst ja gar nicht ins Hotel, ihr habt ja den Mega-Tourbus mit Whirlpool und anderem und dran. Wo schlafen junge, erfolgreiche Mentalmagier? Bei seinem Bruder. Bei meinem Bruder. Ist auch noch eine große Familie. Ja, das ist der wohnt in Berlin, genau. Und dann seid ihr das erste Mal in Berlin. Mensch, müsst ihr jetzt mal zusehen, wenn schon Verwandtschaft hier ist, hier häufiger herzukommen, oder? Ja, wir kommen halt aus dem tiefsten Osten. Görlitz, ne, die östlichste Stadt. Tief im Osten. Wir haben ganz weit, also wir haben ja schon in Berlin so zwei, dreimal private Auftritte gehabt, das machen wir auch, aber so öffentlich, wie gesagt, haben wir uns noch nicht so rausgetraut, weil uns kennt ja noch keiner. Nee, und die Frage ist, ob dein Bruder euch häufiger bei euch schlafen lässt, weil die Furzkanone schlägt doch permanent zu. Ja. Also, aber er hat auch möglicherweise wird das die einzige Nacht, die ihr dort verbringen dürft. Aber er hat auch einen Hund, vielleicht ist das gleiche Problem. Ah, okay. Ja, aber der also schon ein ordentlicher Müffelkönig. Aber ist gut so. Wir freuen uns, dass Jackson da ist. Auch schön, dass ihr da gewesen seid. Jetzt haben wir noch den Spruch des Tages für Sie. Je mehr du gedacht, je mehr du getan hast, desto länger hast du gelebt, sagt Immanuel Kant. Kantiger Typ mit kantigen Gedanken, großartig. Ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Toi, toi, toi für morgen, für euren Auftritt in Berlin. Und jederzeit wieder herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön, wie immer. Immer sehr gern. Ja, auch gerne wieder mit Jackson. Das freut ihn. Ja, dann ist er auch schon größer und...
Hat schon wieder ein ganz anderes. Kommt noch mehr, meinst du, ne? Jürgen, Klaus, euch auch ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Einen bunten Tag Ihnen noch, liebe Zuschauer. Und wenn Sie mögen, schalten Sie auch morgen wieder ein. Leichter Lebenszeit für mich. Heute einen bunten Tag. Viel Freude. Und mal ein bisschen an heilige Berge vielleicht denken. Die beiden kriegen es auf jeden Fall raus.